Tagelang haben die Zuschauer mitgefiebert, gejubelt und zum Teil auch mitgelitten. Vor allem die erste Olympiawoche lief für die deutschen Wintersportler äußerst erfolgreich. Doch nun fällt ein Schatten auf das deutsche Team. Die Biathletin Efi Sachenbacher-Stiele wurde positiv auf ein verbotenes Mittel getestet. Die B-Probe steht allerdings noch aus. Für die heutige Damenstaffel war die 33-Jährige nicht nominiert worden. Stefan Rüther berichtet. Sie war bisher die beste deutsche Biathletin während der Spiele in Sotschi. Heute in der Staffel ist Efi Sachenbacher-Stiele nicht mehr dabei. Nach Informationen der deutschen Presseagentur ist die 33-Jährige während der Olympischen Spiele positiv getestet worden. Über den schönen olympischen Schein legt sich ein dunkler Schatten. Am Morgen bestätigte der Deutsche Olympische Sportbund, dass ein deutscher Sportler unter Dopingverdacht stehe. Es liege eine positive A-Probe vor. Bisher nannte der DOSB aber keinen Namen. Dieses Prozedere eines positiven Dopingfalls ist vom IOC ganz exakt vorgegeben worden. Derzeit läuft nicht allzu weit von dem Standpunkt, wo ich hier stehe, im Anti-Doping-Labor, im Kontrolllabor, die Öffnung der B-Probe, die Analyse. Das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Es soll heute Abend noch die Sitzung der Disziplinarkommission geben und ein entsprechendes Urteil wird gefällt. Präsident Alfons Hörmann dürfte geschockt sein. Schon als Chef des Deutschen Skiverbands ging er davon aus, dass die deutschen Athleten mit fairen Mitteln kämpfen. Wenn ich nicht diese Überzeugung hätte, dass all diese Athleten sauber sind und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir alles dafür tun, dass das so ist, dann würde ich ein solches Amt wie das des DSV-Präsidenten nicht ausüben. Denn dann könnte ich das mit meinem Gewissen schlichtweg nicht vereinbaren. Jetzt ist es anders gekommen und die vermutliche Sünderin Efi Sachenbacher-Stiele ist nicht zum ersten Mal im Fokus. Olympische Spiele 2006 in Turin. Sachenbacher-Stiele, damals noch Langläuferin, wird kurz vor den ersten Wettkämpfen mit einer Schutzsperre belegt. Grund dafür waren erhöhte Blutwerte. Vor 2 Jahren der Wechsel zum Biathlon. Auch nach den Olympischen Spielen sollte es eigentlich weitergehen. Ich denke schon, dass sie nächstes Jahr die Weltmeisterschaft in Kontiolahti auf jeden Fall noch machen werden. Ja, dass sie auch noch mal eine Weltmeisterschaft im Biathlon miterleben darf. Sollte sich der Verdacht gegen Sachenbacher-Stiele bestätigen, droht ihr eine Sperre von bis zu 2 Jahren.